weil sie daran sehen können, Geschichte eines Landes, die setzt sich nicht etwa nur darauf zusammen, was Politiker tun, sondern die Geschichte eines Landes wird von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern eines Landes geschrieben. Und dieser Mann an seiner Grenze, der hat mit Geschichte geschrieben, indem er sich entschieden hat, seine Waffe in der Uniform zu lassen, indem er Mut gezeigt hat und indem er eine Entscheidung hat. Und auch Sie sind eingeladen, am 27. September jeder mit seiner Stimme Geschichte zu schreiben. Nämlich einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir die Weichenstellungen für Deutschland so vornehmen, dass der Wohlstand von Deutschland gewährt wird, dass es unseren Kindern und Enkeln auch gut geht, so wie es uns heute gut geht oder sogar besser. Dass wir auf wirtschaftliche Vernunft setzen, damit wir soziale Balance bringen können. Dass wir deutlich machen, wir haben ein